heute freue ich mich total auf die Schule. Heute kommt nämlich ein Eiswagen und wir dürfen so viel Eis essen, wie wir wollen. Und zwar kostenlos. Wow, ist das cool. Sowas gibt es bei uns im Kindergarten nicht. Ist das schade. Naja, wenn du mal in der Schule bist, erlebst du das vielleicht auch mal noch. Lena, bist du sicher, dass das Eis nichts kostet? Gebe dir sonst noch ein wenig Geld mit. Nein, Mama, ich bin mir ganz sicher. Ich muss jetzt los. Tschüss. Tschüss, Lena. Tschüss, Lena. Ach, ich hätte auch gern ein Eis. Freut ihr euch auch schon so auf den Eiswagen? Ja, klar. Dann esse ich so viel Eis, bis ich platze. Frau Bader, wann kommt denn der Eiswagen? In der großen Pause. Aber bitte kein Gedrängel am Eiswagen. Es ist dann genug für alle da. Juhu, große Pause, jetzt gibt es Eis. Oh, der Eiswagen ist gar nicht da. Vielleicht hat er etwas Verspätung. Kommt, wir gehen mal auf den Schulhof. Irgendwie ist das schon komisch. Der Eismann hat uns wohl vergessen. Das ist ja mal richtig doof. So, noch eine Kiste Vanilleeis. Vielleicht nehme ich noch besser ein paar Löffel mit, falls jemand das Eis im Becher möchte. So, meine Güte! Nein, mein Auto! Hilfe! Achtung! Juhu, ich rutsche! Frau Fischer, die Rutsche ist aber so hoch. Das schaffst du schon, Evi. Trau dich! Frau Fischer! Du meine Güte, was war das? Passen Sie doch auf, der ganze Zaun ist ja kaputt. Was? Da sitzt ja gar kein Fahrer drin. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Da ist gar niemand gefahren. Kinder, Kinder, oje! Ist jemandem etwas passiert? Giovanni, nein, alles in Ordnung. Nur unser Zaun ist kaputt. Puh, da bin ich ja froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ich habe wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen. Und dann ist der Eiswagen einfach weggerollt. Den Zaun werde ich selbstverständlich ersetzen. Mein Wagen ist zum Glück bis auf ein paar Kratzer auch nichts passiert. Wegen des Schrecks bekommt ihr jetzt erstmal alle eine kleine Portion Eis. Juhu! So, bitteschön. Gehen Sie nachher noch zur Schule? Ja, da muss ich gleich noch hin. Dann sagen Sie meiner Schwester Lena einen Gruß von mir. Ja, das werde ich machen. Ist das lecker. Ach Mann, jetzt ist die Pause gleich vorbei und der Eiswagen war nicht da. Ja, Vielen Dank für das leckere Eis, Giovanni. Gerne, Frau Fischer. Jetzt muss ich aber dringend weiter zur Schule. Die warten sicher schon. Hey, schaut mal. Jetzt ist der Eiswagen da. Juhu! Komm, wir rennen schnell hin. Ich hätte gerne ein Schokoeis. Hier bitte, Lena. Und noch einen schönen Gruß von deiner Schwester Anna. Hä, waren Sie auch im Kindergarten? Ja, aber eigentlich nur aus Versehen. Ich probiere jetzt hier auch gleich noch so ein leckeres Eis. Welches ist denn euer Lieblingseis? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr hier klicken und gleich noch eine weitere Geschichte von Familie Hauser anschauen. Bis bald. Tschüss.